Verborgene Kammern. Es war schon später Nachmittag, als Jay zum Larimar zurückkehrte. In den Stunden auf dem Wasser hatte sie einen Sonnenbrand auf Nase und Wangen bekommen und ihre Augen tränten vom Seewind. Doch das war nicht der einzige Grund, warum sie sich fiebrig und ruhelos fühlte. Vielleicht gibt es mehr als eine Art von ihnen. Den ganzen Nachmittag hatte sie über diesen Satz von Martin nachgedacht. Und da waren noch weitere Bilder, die sie vor sich sah, sobald sie blinzelte oder die Augen schloss. Der ermordete Wächter, der vielleicht noch leben würde, hätte sie in eine andere Richtung gedeutet. Das bösartige, schwarze Auge, das sie aus der Kiste heraus angestarrt hatte. Und seltsamerweise ging ihr auch der Fremde nicht aus dem Kopf, von dem sie beim besten Willen nicht sagen konnte, ob er sie abstieß oder faszinierte. In der letzten Seitenstraße vor dem Hotel begann sie schneller zu laufen. Das Öl schwappte im Tank ihrer Schritte und gegen die Wände des Kanisters, den Martin ihr fast bis zum Rand gefüllt hatte. Lillian machte sich stets darüber lustig, dass Jade auf den letzten Metern zu rennen anfing, aber Jade fühlte sich erst dann von ihrer diffusen Unruhe befreit, wenn sie das Larimar vor sich sah. Irgendwo im hintersten Winkel ihres Bewusstseins fürchtete sie sich stets davor, das Hotel könnte einfach verschwunden sein. Es war eine irrationale, losgelöste Splitter jener Angst, die sie zu der Zeit durchlitten hatte, als Jakob und sie noch von Unterschlupf zu Unterschlupf zogen, ohne festes Heim, ohne zu wissen, ob sie den nächsten Tag erleben würden. Normalerweise war das Erste, was sie sah, der beschädigte Putz neben der Tür und die Töpfe mit Kräutern, die Lillian auf die Fensterbänke gestellt hatte. Doch heute wimmelte die Straße von Menschen. Mit Gemüse- und Getreidesäcken beladene Karren blockierten die Straße. Lastenträger und Diener der Lady traten sich auf die Füße. Jade blieb stehen und runzelte verwirrt die Stirn. Die Hintertür, so viel konnte sie zwischen den Wagen erkennen, stand sperrangelweit offen, und Träger schleppten gerade Kisten in das Gebäude. So schnell es ging, drängte sich Jade an einer Gruppe von Schaulustigen vorbei und versuchte von einem der Lastenträger in das Haus zu schlüpfen. »Hey, einer nach dem anderen«, blaffte er sie an. Ein anderer packte sie grob an den Schultern und riss sie zurück. »Stell dich gefälligst hinten an.« Jade überschlug in Gedanken, ob es sich lohnte, Streit anzufangen, doch dann folgte sie der Kolonne in ihr eigenes Heim, als wäre sie ein fremder Gast. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so viele Menschen im Eingangsraum des Hotels gesehen. Ein Funkenregen erleuchtete den Fahrstuhlschacht, es zischte ohrenbetäubend und der Geruch von erhitzendem Metall brannte ihr in der Nase. Neben dem Fahrstuhlgitter lagen neue, ineinander verdrehte Stahlseile und Jade traute ihren Augen nicht. Glänzende Motor- und Steuerungsteile. Jeder Händler auf dem Schwarzmarkt hätte für diese Kostbarkeit seine rechte Hand hergegeben. Irgendwo im oberen Stockwerk kreischte eine Eisensäge. »Jakob«, brüllte Jade gegen den Lärmmann. Sie lief zum Schacht und schaute vorsichtig hinein. Eine fremde Frau mit Schweißerbrille hielt mit ihrer Arbeit inne und sah sie ungehalten an. »Was?«, brüllte sie gegen die Säge an, die im Schacht wohl viel lauter klang. »Was macht ihr hier?«, fragte Jade. »Wonach sieht es wohl aus, hm? Ich repariere dieses Wrack von einem Fahrstuhl.« »Hat Jakob das in Auftrag gegeben?« Die Frau hustete. »Wer ist Jakob?«, schrie sie und wandte sich kopfschüttelnd wieder ab. Jade griff den schweren Kanister mit der anderen Hand und rannte am Fahrstuhl vorbei, zum langen Flur und von dort aus zu den Küchenräumen. »Sie haben Jakob verhaftet«, hallte es in ihrem Kopf. »Irgendjemand hat sich über ihn beschwert, oder ein Lord hat sich unser Haus genommen.« Vergeblich versuchte sie, ihre Panik niederzukämpfen. Sie stürzte in die Küche und wäre beinahe gegen einen Stapel von Kisten mit frischen Birnen gestoßen. Der Anblick, der sich ihr bot, fachte ihre Angst noch mehr an. Lillian saß allein am schattigen Tisch neben dem Herd mit Ellenbogen aufgestützt und das Gesicht in den Händen vergraben. Vor ihr stand ein durchgeweichter, schmutziger Karton. Als sie Jade bemerkte, wischte sie sich hastig über die geröteten Augen. Ein schwarzer Streifen verschmierter Schminke blieb auf ihren Handrücken zurück. Sogar im Halbdunkeln konnte man erkennen, dass sie geweint hatte. »Jakob! Wo?«, stammelte Jade. »Wo ist er?«
Lillen runzelte irritiert die Stirn und vergaß sogar zu schnäfen. »Draußen beim Abladen oder im Keller«, erwiderte sie willig. »Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht sein Wachhund. Aber ich verstehe, dass du ihn nicht über den Weg laufen willst, nachdem du den ganzen Tag spurlos verschwunden warst.« »Es geht ihm also gut? Er ist hier?« »Sag mal, geht es dir noch gut?« fuhr Lillen sie an. »Wo warst du so lange?« Jade beruhigte sich ein wenig. Es gab eine Erklärung für das Chaos und die fremden Leute im Haus. Natürlich gab es eine. »Öl holen«, erwiderte sie mit schwacher Stimme. »Aber die Flussleute hatten eine große Ladung angenommen, dass sie ihre eigenen Sachen bei den roten Felsen zurücklassen mussten. Ein ganzes Stück hinter der Mündung. Ich bin mitgefahren, als sie dort wieder abholten. Anders wäre ich nicht an das Öl gekommen.« Lillen schnaubte verächtlich. »Viel Arbeit. Für nichts.« Sie griff zu der Schnur, die von einer verrosteten Lampe hing, über den Tisch und zog daran. Jade musste ihre Augen mit der Hand abschirmen, als plötzlich Licht in die Küche strömte. »Wir haben Strom?« fragte sie fassungslos. »Sogar in der Küche? Und draußen wird der Fahrstuhl repariert. Was zum Henker ist hier eigentlich los?« »Anweisungen von der Lady«, meinte Lillen trocken. »Nun, es zahlt sich aus, dass Jakob seine Kontakte zum Hof warm hält.« »Die Lady hat das alles veranlasst?« Jade stellte den Kanister ab und ließ sich auf einen der Küchenstühle sinken. »Das konnte eine gute Nachricht sein. Oder eine sehr schlechte. Je näher man dem Blick der Lady war, desto näher war man auch dem Galgen.« »Aber warum tut sie das?« Lillen zuckte mit den Schultern. »Frag Jakob. Ich bin nur die Köchin.« Sie lachte freudlos. »Ein Vorteil hat die Sache. Wir müssen uns nicht mehr auf dem Schwarzmarkt herumdrücken. Der Fahrstuhl bekommt sogar neue Seile. Was sagst du dazu?« Ihre Stimme klang mit jedem Wort bitterer. »Alles wunderbar, nicht wahr?« Sie schniefte und wischte sich mit dem Handrücken über die Wange. Dann brach sie plötzlich wieder in Tränen aus. Jade schämte sich über ihre eigene Erleichterung, den Kummer ihrer Freundin völlig übersehen zu haben. Gerne wäre sie aufgesprungen und hätte Lillen getröstet, aber Lillen ertrug kein Mitgefühl. Das hatte Jade in den Monaten, die ihre Freundin im Hotel arbeitete, schnell gelernt. Sie verabscheute es zu weinen. Wenn sie es aber doch tat, dann konnte es nur mit einer Person zu tun haben. »Du hast Jorik wiedergesehen?« Lillen sprang so schnell auf, dass ihr Stuhl mit Getöse umfiel. »Ich würde eher in den Fluss springen, als freiwillig auch nur 100 Schritte Entfernung in seine Nähe zu kommen«, schrie sie. Er ist einfach hier so aufgetaucht, um mir das hier wiederzugeben.« Mit einem energischen Schlag fegte sie den durchweichten Karton vom Tisch. Zwei alte Küchenmesser und eine verbeulte Pfanne fielen scheppernd auf den Boden. »Zum Teufel mit ihm«, zischte Lillen. »Der einzige Grund, warum ich für Jakob arbeite, ist, dass ich in diesem verdammten Hotel niemanden zu sehen brauche, den ich nicht sehen will. Und dann taucht er ausgerechnet hier auf.« Jade stand auf und sammelte die Gegenstände vom Boden auf, legte sie behutsam wieder auf den Tisch. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit, wie sie Lillen aufheitern konnte. »Ja, zum Teufel mit ihm«, sagte sie. »Wenn er das nächste Mal hier aufkreuzt, stelle ich ihn an die Vordertür und verpasse ihm höchstpersönlich einen Tritt. Dann kann er mit einem schleimigen Grinsen seiner Brüder den Aalen im Schlamm Gesellschaft leisten.« Und Lillen schluckte und musste schließlich unter Tränen lachen. Natürlich fand sie Jakob unter der Erde. Er stand bis zu den Knien in einem überschwemmten Gang und verschloss sorgfältig eine der Türen, die in die gefluteten Gewölbe führten. Die Öllampe, die nur wenig Licht spendete, schaukelte an einem Nagel hin und her und weckte die Schatten in den Scharten und Winkeln. Der Keller war kein schöner Ort, und Jade war sich sicher, dass sich die Geister der unglücklichen Toten hierher geflüchtet hatten. Das Unangenehmste aber war der Geruch. »Es stinkt nach Kerker«, sagte Jakob jedes Mal, wenn er aus diesen Katakomben wieder ans Tageslicht kroch. Jade zog ihre Schuhe aus und trat von der Treppe in das kniehohe Wasser. Der Algenrasen unter ihren Sohlen war schleimig und glatt, und als sie den ersten Schritt machte, spürte sie, wie ein Aal sich um ihren Knöchel schlang und dann die Flucht ergriff. Jakob hatte sie noch nicht bemerkt,
Er brummte etwas in seinen Bart, als würde er mit den Geistern flüstern, drehte den Schlüssel im Schloss, das nur knirschend nachgab, und rüttelte an der Klinke. Es war seltsam, dass Jakob ausgerechnet an dieser Tür stand. Dahinter war so viel Zerfall und Wasser und auch Strömung, dass Jakob sie aus Sicherheitsgründen schon vor Jahren fest verschlossen hatte. »Was machst du da?« Obwohl Jade es besser wissen müsste, erschrak sie beim dumpfen Klang ihrer eigenen Stimme. Ihr Vater fuhr herum. »Ach, du bist es!« Vor Erleichterung sagte er regelrecht in sich zusammen. »Wurde auch Zeit, dass du wieder auftauchst.« »Hast du etwa die blinde Tür aufgemacht?« Jakobs Gesicht verdüsterte sich. »Nur kontrolliert«, erklärte er ausweichend. »Einmal reingeschaut, ja, wollte sehen, wie weit die Vila hier schon gekommen ist.« Seine Worte klangen logisch, der Tonfall aber sagte etwas anderes. »Frag nicht, es geht dich nichts an.« Jade gab es einen kleinen Stich. An manchen Tagen fühlte es sich so an, als würde Jakob in einem ganz anderen Haus leben, zu dem sie keinen Zutritt hatte, und was sie durch die Wände hörte, erschien ihr dumpf und kaum verständlich. »Und warum schließt du hier im Keller die Türen ab?« fragte sie vorsichtig. »Die Lady kann mit meinem Fahrstuhl machen, was sie will, aber ich möchte nicht, dass jemand in meinen Kellerräumen herumschnüffelt. Wenn einer dich danach fragt, dann sag, alles vollgelaufen ist und vor Vipern wimmelt, verstanden?« Jade nickte zögernd. »Sagst du mir jetzt, was da oben los ist?« Jakob verstaute seine Schlüssel in der Hosentasche und nahm die Lampe vom Nagel. »Die Lady hat das ganze vierte Stockwerk eingefordert, ausdrücklich das vierte, weil es das größte Zimmer hat und dazu noch ein paar andere Räume. In einer Woche haben wir hier mindestens 2 Dutzend Gäste. Die beiden Händler musste ich wegschicken. Es soll kein anderer Gast im Haus sein.« Er seufzte tief und fuhr leise fort. »Ich kann nichts behaupten, dass ich begeistert bin. Die Gunst der Lady kann beides bedeuten, Reichtum und Ehre oder Folter und Tod. Und auf welcher Seite die Waage sich neigt, entscheidet manchmal nur das Gewicht einer Feder.« Hier im düsteren Keller bekamen die Worte eine beängstigende, schwere Wirkung. »Du denkst wieder oft daran, nicht wahr?« fragte Jade. »An den Krieg und an unsere Flucht.« Jakob sah sie nicht an, er starrte nur ins Wasser und runzelte die Stirn. »Manchmal. Ich erinnere mich auch«, tastete sie weiter vor, »an Feuer und Kälte und an ein Weinen. Wer hat damals geweint, Jakob?« »Wie oft willst du mich das noch fragen?« erwiderte Jakob. »Du warst es. Du hast in einer leeren Teertonne ausgeharrt. Normalerweise konnte man dich nicht still bekommen, aber an dem Morgen, als unser Haus geplündert wurde, hast du keinen Mucks von dir gegeben, bis ich dich holte. Sobald wir in Sicherheit waren, bist du in Tränen ausgebrochen.« Jade konnte kaum verbergen, wie enttäuscht sie war. Wie oft hatte sie dieselbe Geschichte gehört, und auch heute schien die Vergangenheit sie zu verhöhnen. Morgen. Teertonne. In Jades Erinnerung war es stets Nacht, und sie roch nicht den getrockneten Teer, sondern etwas Modriges, Nasses, wie Herbstlaub. »Aber da ist doch noch jemand anderes gewesen, noch jemand hat geweint«, beharrte sie. »Willst du etwas sagen, ich sei ein Lügner?« rief Jakob. Die Ader an seiner Stirn war hervorgetreten, sein Gesicht war zornrot. »Nein«, sagte Jade ruhig, »aber ich weiß, woran ich mich erinnere. Erinnerungen sind trügerisch. Du warst noch nicht einmal 2 Jahre alt, weiß der Himmel, was sich in deinem Kinderkopf zu neuen Bildern formt. Du hattest Angst und du hast geträumt, das ist alles. Und jetzt lass mich endlich damit in Ruhe.« Da war es wieder, das dunkle, unausgesprochene, das zwischen ihr und ihrem Vater stand. Es hatte keinen Sinn, sie war schon zu weit gegangen. Wieder einmal. »Soll ich die Schlüssel und das blaue Zimmer mitnehmen?« fragte sie. »Dort findet sie niemand, und es wird dir auch niemand befehlen können, sie herauszugeben.« Zu ihrer Überraschung schüttelte Jakob heftig den Kopf. Ein Schatten huschte über sein Gesicht. In Augenblicken wie diesen war ihr Vater ihr fremd, ein Gefangener seiner Erinnerung. Und auch heute wagte Jade es nicht zu fragen, woher er wusste, wie es in einem Kerker roch. »Aber warum gerade unser Hotel?« fragte sie stattdessen. »Hier wohnen keine Lords, das weiß doch jeder.« »Kein Haus steht näher am Fluss«, erwiderte Jakob.
Die Herrschaften mögen das Rauschen des Wassers, mehr hat sie mir nicht gesagt. Wasserwirbel kitzelten ihre Schienenbeine, als sie an ihr vorbei zur Treppe ging. Es wird keine leichte Zeit werden, murmelte er. Was auch geschieht, wir müssen auf der Hut sein und dürfen die Gäste auf keinen Fall erzürnen.